Was haben wir denn heute zum Mittag? Oh, ein Donut. Das haben die Leute sich letztes Mal gewünscht. Haben wir voll gesagt. Hier in meiner Tasche ist auch ein Donut. Den kann man aber nicht essen. Den sollte man nicht essen. Was? Wir haben eine Füllung. Wir haben eine Füllung. Ich hab sogar Kaffee in meiner Tasche. Ich darf immer Kaffee trinken. Wäre ein bisschen entspannter. Ja. Habt ihr immer noch drin? Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's wieder, euer Patrol Officer Koschinski. Officer Koschinski ist wieder back in the building, Alter. So. Erste Folge kam überragend bei euch an, nicht wahr? Polizei, aussteigen! Ich bin Koschinski, Alter. I cannot go to jail. Halt, stopp! Polizei! Bidu, bidu! Du kommst in den Knast. So, der ist Backup. So, und weg mit dem. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf Streife. Neue Schichten verfügbar, ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 2 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Ey, das spielst du auf Deutsch. Ah, wo ist meine Pistole? Die ist wichtig. Hände hoch! Gut! Also, letztes Mal haben wir hier schön Strafzettel verteilt. Soll ich weiter nur Strafzettel machen? Kriege ich auch mal bessere Aufträge oder was? Jetzt muss ich hier wieder gucken, ne? Oha, der muss hier erstmal erledigt werden. Erstmal, nee, hä? Falsch parken? Abgelaufenes Kennzeichen. So, das hat schon mal Punkte gegeben, ne? So, ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Deutsche Synchro! Walla! Ah! Das ist ja der Hammer! Das ist ja geil! Ich voll geil, dass der mit mir, dass ich reden kann! Was ist hier denn los? So, hier erstmal Strafzettel. Parkuhr abgelaufen. Sehe ich doch von hier. Genau, auf dem Bürgersteig. Das darf man nämlich auch nicht einfach auf dem Bürgersteig parken. Oh, das gibt ein Knöllchen. Das gibt, ja, bling, bling. Die Frage ist, wie lange soll ich jetzt noch? Wie lange soll ich jetzt noch Leute hier verhaften? Ich meine, ne? Was haben wir heute? Aber wann darf ich mal Verbrecher jagen? Wann darf ich mal, weißt du, wie ich mein? Schon wieder auf dem Gehsteig. Sag mal, habt ihr alle was geraucht oder was? Oh, es gibt ein Knöllchen. Das bleibt jetzt mein neuer Leitspruch. Was ist das denn hier, Müll? Das hat jemand weggeworfen. Parkuhr abgelaufen. Und hier, ne? Alles im Arsch. So, erstmal Parkuhr abgelaufen. Finde ich geil, dass das Game jetzt auf Deutsch ist. Da können wir schon ein bisschen was drin versenken hier jetzt. 120 Punkte haben wir schon eingefahren hier. Neuer Rekord. Ich würde gerne so ein Verbrechen miterleben. Dann ziehe ich den Taser und dann gibt's Shitty Shitty Peng Peng ins Gesicht. War der geistig noch alles in Ordnung, oder? Vorsichtig mal ansprechen. Kann ich nicht einfach mal mit dir fragen? Kann ich nicht mal fragen, ob alles in Ordnung ist? Ich will die da nicht gleich verhaften tun. Ich bin doch ein netter Officer Koschinski. Was ist das hier? Witness Day. Oder ist nicht Witness. Oh! Raus aus dem Auto! Sag mal! Ist der im Parken tun hier? Jo. Achso, das andere haben wir weggetowt. Dann mal ein Tow, ne? Einfach so gesagt. Der ist hier verdächtig, ne? Der hat ja auch gar keine Berechtigung, hier überhaupt sein Leben zu verbringen. So, dann würden wir den auf jeden Fall nochmal wegen einer abgelaufenen Briefmarke da abschleppen, ne? So, erstmal drauftackern. So, und dann? Nochmal ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? So, hier, ne? Aber nicht im Darknet surfen hier, junger Mann. Damit das klar ist. So, Hälfte der Zeit haben wir rum. Oh, was ist das denn da hinten? Das sieht aber nicht legal aus. Da müssen wir investigieren. So, was ist das denn hier für ein Blödsinn? Der muss eh weg. Auf den Bürgersteig. Das müsste auf dem Bürgersteig sein. Komm, gib mir die Punkte. Gib mir die Punkte. Was? Junge!
Das ist ja wohl sowas von auf dem Bürgersteig! Was ist das denn? Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Weg damit. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Alter, wie oft ich heute schon Abschleppdienst gerufen habe. Das ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. 24 Stunden? Ey, das ist hier ein Notfall. Der steht hier einfach rum. So, der muss weg. Plakette ist im Arsch. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Natürlich. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Hä, also den anderen können Sie nicht? Aber hier geht das. Gut. Oh, das muss auch nicht sein hier. Das muss auch nicht sein. Ja gut, wir haben das jetzt... Ne? So, hier, ne? Also die müssen... der Laden läuft übelst, nur weil ich arbeite. So, der muss auch weg. Also, dass hier auch so viele ein abgelaufenes Kennzeichen haben, ne? Alter, wie ich hier die Leute abschleppen lasse. Alter, hier kommt der Nächste, der fährt schon vorbei. Da wird schon einer gerufen. Da ist schon wieder der Nächste, weißt du, wie ich meine? Ich bin ja absolute Abschleppmaschine, ne? Aber na, das wisst ihr ja. Ich schleppe Leute ab. Das, also, naja. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. So, ich hätte gerne jetzt mal... Jetzt ist aber mal hier, ne, Mittagspause, ne? Kann ich hier mal so ein Brezel bekommen und eine Soda oder was? Hallo, hört Sie mich oder was? Ich brauche jetzt eine Brezel! Ich habe den hinreichenden Verdacht, dass Sie mit Drogen zu tun haben. So. Nein, das waren keine Drogen. Also ich sehe doch, dass Sie hier mit Drogen handeln. Sonst hätten Sie mir doch einen Hotdog verteilt oder was. Darf ich Ihren Ausweis sehen? So. Ja, damit Alan Robert. Robert Allen, naja. So, Ablaufdatum 15.07. Lass mal Glück gehabt. Dann müssen wir mal bald einen neuen holen, ne? Ich belasse es bei einer Verwarnung, aber dass mir das nicht nochmal passiert. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Weiterfahren? Wie weiterfahren? Wie weiterfahren? Wo soll der hinfahren? Der hat kein Auto. April? Oh weia, das wird teuer. Schön Pickup, ne? So, weg damit. Oh, wir können endlich mal Feierabend machen, du. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ja. Natürlich, er wird kürzer bei Ihnen sein. Schon wieder der Nächste hier, ne? Ist der das schon? Alter, der ist aber rucki-zucki, der sage ich. Ich würde so gern ein Verbrechen beobachten. Permanent auf der Pirsch. Buschinski-Style. Das sah von Weitem aus, als hätte er keine Hose an. Ich glaube, ich spinne. Du geilert aber nicht, du. So, da hinten sehe ich schon wieder einen Falschparker. Peter Parker, ne? Wir gehen hier noch einmal down the street und dann wieder hoch. Das ist auch Drogenhandel hier, glaube ich. Würde ich gerne nochmal investigieren. So, mein Freund. So, Drogenhandel, nicht wahr? Ich halte Sie an wegen des hinreichenden Verdachts, dass Sie mit Drogen handeln. Pass auf, was du jetzt sagst. Nein, so ist es nicht. Das waren Farbreste. Ich bin Maler. So, ich würde dich mal durchtasten hier jetzt. Gib mal her da die Büchse. Einmal Arm ausbreiten. Her damit. Nicht in den Knast. Ah, aha. So. Handschellen. Nochmal Arm auseinander. Und weh, du fliegst jetzt hier ab. Dann gib's nochmal. So, Autoschlüssel. Klappmesser. Aha. Und ein Busticket. Und ein Bild von deiner Katze, die Schnauzi heißt. Ihren Ausweis. Bitte. Ausweis. Hier ist er. Für irgendwas muss ich ihn drankriegen. Scheiße, der ist nicht mal abgelaufen. Du darfst jetzt ihn und sein Fahrzeug durchsuchen, weil du das Intuitionsmerkmal hat. Was? Hat geweitete Pupillen. Der steht unter Influence. Marihuana geraucht oder so. Ihre Schicht ist um, Officer. Ist mir scheißegal, ich muss ihn jetzt erstmal verhaften, du. Bitte tun Sie das nicht. Ach, halt dein Sabbel. Du hast selber Schuld, mein Freund. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, da haben wir nochmal was hier getan. An dieser Stelle, ne? Sehr gut. Hä? Aber der hat doch ein Klappmesser. Wenn's sein muss. Ja. Mitkommen. So, das hat jetzt aber irgendwie nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Vorsicht! Police Officer from the law! So, auf dem Bahnsteig hier geparkt, ne? Das darf man aber nicht. Gehsteig natürlich, ne? So, aber meine Schicht ist um, aber ich mache jetzt hier nochmal eine Bonusaktion. So, dann hoffen wir mal, dass der Lachs löppen tut, ne? Ah, gut, dass wir den nicht übersehen haben. Nochmal ein. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Sofort. Ja, was soll der Hass, Bruder? So. Ich hoffe, jetzt löppt das Level. Ein aufgehender Stern. Ja, ja. So. Ja, gut. Bisschen Schwund ist immer. Aber Stadtteil-EP. Bumm. Bumm. Oh, yeah. Ausrüstung, Radarpistole. Oh, jetzt können wir die zu schnell fahren. Blitzdingsen. Raser melden. Du hast eine neue Nachbarschaft freigeschaltet. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Sofort. Schicht scheint zu Ende zu sein. Ich darf nicht mehr arbeiten. Aber das Spiel hat Potenzial, Freunde. Lasst uns da gerne weiter eintauchen, wenn es wieder heißt... Officer Kuschinski!
ist zur Stelle. Sehen wir uns im nächsten Mal, ne? Tschüss! Tschüss!